Fight. Wir leben Wrestling. Renee Young bei AEW Revolution. Wie der PW Insider berichtet, war die Frau von AEW-Superstar Jon Moxley beim Pay-Per-View der Company anwesend. Young, welche bei der WWE als Moderatorin tätig ist, war bei der Show Backstage zugegen, um den ehemaligen Dean Ambrose für sein großes AEW Championship Match gegen Chris Jericho zu unterstützen. Matt Hardy nun offiziell Free Agent. Nachdem seit mehreren Wochen über seinen Vertragsstatus diskutiert wurde, ist Hardys WWE-Vertrag am 1. März ausgelaufen. Auf seinem YouTube-Kanal bestätigte Hardy dies in einem Video, in dem er äußert, dass er und die WWE auf verschiedenen Seiten stünden, was seine kreative Umsetzung in der WWE betrifft. Hardy bedankte sich in dem Video unter anderem bei Vince McMahon, Triple H und Stephanie McMahon und gab bekannt, dass er sich jetzt nach Optionen in der Wrestling-Welt umschauen werde. Eine Unterzeichnung bei AEW dürfte damit umso wahrscheinlicher werden. Ex-WWE-Superstar kurz vor Unterzeichnung bei AEW. Brad Shepard berichtet über Twitter, dass John Huber, bei WWE bekannt als Luke Harper, in naher Zukunft sein Debüt bei All Elite Wrestling geben könnte. Aktuell steht Huber unter einer Nicht-Antreten-Klausel, die am 8. März endet. Es wird daher aktuell davon ausgegangen, dass er noch im März bei AEW Dynamite auftreten kann. Achtung, AEW Revolution Spoiler. Colt Cabana bei All Elite Wrestling. Beim vergangenen AEW Revolution Pay-Per-View in Chicago kam es zu einem überraschenden Auftritt von Colt Cabana. Cabana dürfte vielen sowohl aus seiner Zeit bei Ring of Honor als auch aufgrund seiner engen Freundschaft zu CM Punk bekannt sein. AEW-Präsident Tony Khan bestätigte, dass Cabana einen Vertrag bei der Company unterzeichnet habe. Alle wichtigen Entwicklungen und Ergebnisse in der Diskussion, das gibt's bei uns auf dem Spotfight Podcast Kanal. Reviews und Wrestling Talks zu Raw, SmackDown, All Elite Wrestling und vieles mehr. Klickt gern mal rüber.